Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Shadow Hearts 2. Flip, und drin sind wir. Eine Woche später, tiefe Nacht im Vatikan. Is this your first time at the Vatican? Yes. I need to do some careful preparation before we go to Domremy. There's a certain item that I must have in order to complete this mission. A certain item? Yes, a sort of good luck charm. It's used for exorcisms. And that's where we're going now? Yes, it's inside Apoina Tower. Also known as the Tower of Atonement. It seems you know of it. For many, many years, dangerous heretics and others like them were kept imprisoned there. It's filled with the spirits of those who went mad from the torture. That's why it's a safe resting place for the item that I seek. But why am I coming? Well, to get to the top of the tower, I need your help. I'll feel much safer if you're with me. This way, Lieutenant. Sah doch nett aus. Fast als wenn jemand da ist. Nun gut, der erste Dungeon in diesem Spiel. Der Apoina Tower. Im Englischen. Der Apoina Turm im Deutschen. Oder Büßerturm, das ist wahrscheinlich einfacher auszusprechen. Ich sollte sie warnen. Es ist ganz anders hier im Turm. Es ist vielleicht der Monster und Geister. Da, da, da. Monster! Aber keine Angst. Verglichen mit dem Dämon von Domremy ist das hier ein Kinderspiel. Entfernen Sie sich nur nicht weit von mir. Los geht's. Let's rock! So. Das ist jetzt wirklich unser erster Dungeon. Wir haben sogar eine Minimap. Wir haben sogar Tutorial-Kämpfe. machen wir einfach mal, damit ihr seht, was da so abgeht. Wir haben normale Angriffe. Ganz normal. Der Urteilsring wird aufgerufen, der Ring beeinflusst deine Bewegung, du wirst ihn rechtläufig im Spiel sehen. Die Farbbereiche werden Treffflächen genannt, wenn du auf sie schlägst, greifst du an. Ha! Die roten Bereiche neben den Treffflächen werden Schlagflächen genannt, dein Angriff wird dadurch noch stärker. Wenn der Ring auftaucht, dann dreht sich der Zeigerdruck auf die X-Taste und stoppt sie in einem farbigen Bereich. Das war jetzt noch nicht mal ich. Mit einem normalen Angriff und einer Waffe ist die Anzahl der Schläge auf die Anzahl der Trefferflächen begrenzt. Diesmal kannst du zwei Angriffe starten, wenn du alle Bereiche triffst. Wenn du sie verfehlst, dann sind es weniger. Und ich bin's immer noch nicht, deswegen... Mehr Infos über besondere Fähigkeiten. Versuch mal Nikolais besondere Fähigkeit Weiße Magie und Heiliges Licht. Du siehst also, dass das einen Trefferbereich hat. Der Urteilsring taucht auch auf, wenn du besondere Fähigkeiten einsetzt. Die grünen Bereiche sind Schrittflächen. Sie haben keinen Einfluss auf die besondere Fähigkeit, man muss sie aber treffen. In den blauen Anpassungsflächen wird die Stärke bestimmt. Wenn du sie triffst, dann erhöht sich deine Stärke. Falls du alle Bereiche im Urteilsring triffst, dann kannst du die besondere Fähigkeit einsetzen. Versuch mal, das heilige Licht einzusetzen. Nicht, dass ich das wirklich mache, aber... Neben dem Urteilsring gibt es noch andere Arten von Ringen, die im Spiel auftauchen. Dafür gelten dieselbe Regeln. Versuche, jeden Bereich zu treffen. Das ist das Ende des Kampfhandbuchs. Jetzt darf ich wenigstens selber mal spielen. Oh yeah. I can still fight. Man hat aber in diesem Kampf schon gesehen, dass Karin
Karin war es, ne? Ich bin immer so sehr auf einen anderen Namen fixiert, aber dass sie sehr nah an dem Amoklaufen. Those were easier than most. Are you all right? Gebaut. I'm fine. Aber ja, das sind die ersten und einfachsten Gegner hier im Spiel. Die sogenannten Revenants. Wenn wir uns jetzt den Spielstand ansehen, wir sind immer noch ein Revenant. Und das Schöne ist, wir haben noch eine volle Erfolgsrate, weil das Tutorial im Prinzip natürlich unsere Gegner für uns platt gemacht hat. Auch hier mal wieder, ich ziele nicht ab auf ein komplettes Perfect, sonst müsste ich nach fast jedem Kampf nachladen und das wäre furchtbar. Man kann es aber machen, wenn man möchte, ne? Glückstalisman, sehr gut. Da fällt mir aber gerade ein. Ich mache mal Menü auf hier, verdammt. Könnte ich das hier schon machen? Noch nicht, okay. Ich weiß noch nicht, ob es hier war, aber man konnte mal nicht den Ring nach seinem eigenen, ich sag mal, Ermessen einstellen, wie viele Trefferbereiche man hat, etc. pp. Zum Beispiel, dass man nur einen hat, der Zeiger ein bisschen schneller ist, beziehungsweise die Trefferfläche ein bisschen geringer ist, aber man dann beim Treffen auf jeden Fall, ich sag mal, drei Schläge ausführt. Aber das kommt dann später. Das ist aber auch okay. Die Tür ist fest verschlossen. Ah, Seite! Nein. Wäre zwar in dem Turm gar nicht mal so seltsam, aber nein, Seite. Dass die Eingangstür verschlossen ist, ist allerdings wieder ein bisschen seltsamer. Ja, gerne. Zeig mir Kombos. Um eine Kombo auszuführen, müssen die Teammitglieder im Kombo-Modus sein. Benutzt dafür den Befehl Kombo. So. Hier ist eine Kombo mit Nikolai und Karin. Die Kombo beginnt, wenn das erste Teammitglied angreift. Die Trefferklasse, die du auswählst, wenn du über den Angriffsbefehl ausführst, sind sehr wichtig für die Kombo-Befehle. Falls die Kombination der Trefferklasse gut ist, funktioniert die Kombo prima. Versuchen wir einmal eine Kombo mit einem hohen, normalen, hoher Winkelangriff. Wenn du den Unterhaltsring mit einem Charakter ausführst, der in einer Kombo ist, dann beginnt der Kombo-Ring sich zu drehen. Du musst dieselbe grüne Taste wie zuvor im Unterhaltsring drücken, um den Drehvorgang anzuhalten. Falls du den Kombo-Ring nicht schaffst, nennt man das Kombo-Durchbrechen. Wenn du den Kombo-Ring schaffst, dann sind automatisch alle anderen Mitglieder der Kombo ebenfalls an der Reihe. Also dann mal los, versuch's mit dem Monster, das du gerade angreifst. Je mehr Kombo du hast, Entschuldigung, Kombos du hast, desto mehr Punkte gibt es. Mit einer Kombo kannst du einen Feind schnell mit allen Mitgliedern angreifen. Gleichzeitig wird auch der Schaden erhöht und die Anzahl der Treffer. Es ist also eine prima Art anzugreifen. Es eignet sich besonders für Bosse und besonders starke Gegner. Es gibt auch Shortcut-Funktionen für Kombo-Befehle. Aktiviere die Shortcuts mit Schlüsseltasten im Kombo-Tasten-Setup. In der Hilfe des Befehlsmenüs gibt es mehr Infos über Kombos und Shortcuts. Nie benutzt, aber kann man machen. Das ist das Ende des Kombo-Handbuchs. Ich glaube, demnächst haben wir alle Tutorials hinter uns. Ich hoffe es doch zumindest mal. Es ist natürlich, es ist der Anfang, es ist klar, dass uns jetzt viel um die Ohren geworfen wird, aber... Puh! Das hört ja nicht mehr auf. Mein nur. Ist natürlich, wie gesagt, normal, es ist der Anfang eines Spiels, da kriegt man immer viele Kombos um die Ohren... Kombos, ja, jetzt fange ich mit Kombos an, nein. Tutorials in die Ohren geworfen. Ah, es ist schon so lange her, dass ich mal das Spiel gespielt habe. Ich habe öfter Shadow Hearts 1 durchgespielt als 2, liegt aber auch mitunter an dem Längenverhältnis. Wo nix. Gut.
Feind umzingelt. Gelegenheit für den Erstschlag. Sehr schön. Können wir nämlich sehr gut mit dem heiligen Licht einfach alles wegfetzen. Dammit. So kurz vor dem... vor der Schlagfläche. Naja. Möge Gott ihnen Gnade gewähren. Ach du lieber Herr Gesangsverein. Many have been imprisoned and died here over the years. Noblemen who lost in battle. Tragic princesses who were thought to have died of illnesses. You can still feel their malice. I knew it. What is it? I'm not sure. But when I met that demon in Dom Remy, I didn't sense the malevolence that I feel from the people in this tower. Huh. Could it have been because you were so afraid, then? That may be part of it, but... he... was beautiful. Interesting word to use. Also. Also? He seemed sad. Aber ich stimme Nikolai jetzt... Heißt er jetzt Nikolai oder... Ja, Nikolai. Auch richtig im Kopf. Meine Güte. Ich stimme ihn jedenfalls zu, einen Dämon wunderschön zu nennen. Ein wenig seltsam. Aber... wenn sie meint... Das ist das Schöne an diesem Spiel, dass man so schön die Kombos überlegen kann. Und mit Kombos meine ich in diesem Fall aber auch sowas wie gucken, wo der Gegner steht und dann eine sehr gute Taktik auswählen. Das ist einfach schön gemacht. Das ist noch eine Verbesserung. Sieg ohne Schaden gibt sogar dann noch einen Bonus für uns. Einfach nur so. Wenn das Spiel sagt, hast du gut gemacht, bist ein guter Spieler, hier hast du einen Bonus. Hier liegt wohl gar nichts. Fein. Und hier? Nope. Trefffläche hoch. Jetzt habe ich doch bestimmt das Menü dafür dann. Combo Setup? Nee. Ne. Kann ich das doch nicht machen? Das wäre ein bisschen seltsam, aber kann gut sein. Hm. Na, dann kommt das später. Mit diesem Objekt können wir auf jeden Fall unsere Trefffläche vergrößern. So ähnlich wie mit der Akupunktur im ersten Teil. Mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass wir uns entscheiden können, ob wir es drin lassen oder rausnehmen. Ich bin die Ringseele. Der Wille des Urteilsrings. Der Verwalter aller Schicksale. Was zum Teufel? Auch wenn da nicht Teufel steht, aber ne? Die Welt versinkt in ihrer eigenen Geschichte. Und in diesen Zeiten musst du dein eigenes Schicksal tragen. Schicksal? Ich kann es sehen. Ich sehe die Zukunft. Das hier ist für dich. Sie haben Angriffsschub. Was? Die Macht, den Urteilsring zu bestimmen. Mit dieser Macht kannst du das Schicksal lenken. Warte, warum ich? Mit dem Urteilsring kannst du die Welt ändern. Das Schicksal meint es nur gut, wenn das Richtige gemacht wird. Schicksal? Richtig? Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich werde wiederkommen und dir mehr Macht geben. Aber Vorsicht, ich passe immer auf, ob du wirklich auch das Beste aus deinem Schicksal machst. Du solltest dich geehrt fühlen, die Auserwählte zu sein. Versuch nicht, die Macht nur für dich zu nutzen. Ja, Ringanpassung. Danke sehr. Das erkläre ich jetzt einfach mal selber.
Nein. Das ist jetzt mein Thema, über das ich hier debattiere, wie auch immer. So, Ringanpassung. Wir gehen zum Beispiel auf Karin. Man hat Zusatzeffekte. Man kann die Ausweichrate des Gegners senken. Kann ab und zu mal passieren, ist ganz nett. Steht für die hartnäckigen Jagdtrieb der babyfressenden Spinne. Hat eine schwache Wirkung auf den Rüstungsring, die Ausweichrate des Gegners senkt. Nett, dass es eine Babyspinne ist. Mit einem Angriffsschub können wir die Treffer erhöhen. In dem Fall haben wir dann 3. Die Ringarten ist ganz interessant. Ein Ring, der Feder erlaubt. Das heißt, man benutzt ihn und man trifft eine Fläche nicht. Der Ring geht aber trotzdem weiter. Techno-Ring. Ein Ring, der Genauigkeit verlangt. Da weiß ich jetzt gar nicht den Unterschied zu dem hier. Aber dafür gibt es ja eine Erklärung. Ah, okay. Man würde, wenn man komplett daneben haut, würde der Angriff abgewehrt werden. Ich schätze mal, das würde heißen, nicht, dass man nicht angreift, sondern man greift an, kriegt aber Schaden. Das ist so der Techno-Ring dann. Und der Spielring. Ein Ring mit nur einer Trefffläche. Ein besonderer Ring mit nur einer Trefffläche. Viel schneller als alle anderen Ringe. Bei Erfolg trifft er alle Trefflächen eines normalen Rings zusammen. Also technisch gesehen kann man zum Beispiel ihn hier nehmen. Ich bleibe normalerweise während des gesamten Spiels einfach auf dem hier. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich denke, das braucht man nicht. So, und jetzt kann ich, egal welche Fläche, kann ich zum Beispiel hiermit ein bisschen vergrößern. Beziehungsweise ich kann es so oft machen, wie ich möchte, aber das ist dann immer interessanter mit den Schlaghoch, weil die Treffflächen selber sind immer. Ja, Nikolai braucht Magie. Punkte. MP. Die normalen Flächen sind sowieso immer groß genug. Also muss ich da jetzt nicht großartig noch Items reinhauen. Aber was soll's? Gut, dass ich gerade eben noch die MP aufgefüllt habe. Halleluja. Gibt's doch nichts. How dare they? Und Level Up. Sehr gut. Das erste Level Up im Spiel. Sei denn, ich habe nicht aufgepasst, aber müsste das erste Level Up gewesen sein. Immer schön. Was ist das? Die Tür ist fest verschlossen. Das ist aber eine sehr mächtig aussehende und interessante glühende Tür. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist Kampf. Ah, hier stehen sie natürlich wieder unschön. Gucken wir mal, ob wir die Statue erledigen können. Nicht ganz. Ja, die Revenants können uns per Combo eliminieren, wenn wir sie lassen würden. Also was ist eliminieren? Attackieren. Aber machen sie auch nicht immer. Zumindest nicht die Combo. Von daher, passt das schon. Es wäre natürlich schön, wenn ich in diesen LPS hinkriegen würde, keinen Fehlschuss zu machen, aber oder wie es hier heißt, wie auch immer. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber sehr gering. Es wäre schön, wirklich, aber ob das passiert, ist jetzt sehr fraglich. Hier liegen doch bestimmt irgendwo Items rum. Items. Items. Komm zu Daddy. Jawohl. Eine Schatztruhe mit einem reinen Blatt. Toll. Das wollte ich nicht, das ja. Und da habe ich was im Hals. Das ist ja furchtbar. Teleportation. Weil die Tür hier verschlossen ist. Wie schön. Und ein letzter Kampf. Da hier aber ein Speicherpunkt ist, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Denn die
dieser Kampf sollte relativ einfach zu vernichten sein. Jawohl. Endlich mal perfekt. Bis dahin, Leute, auf Wiedersehen und tschüss. Beim nächsten Mal erkunden wir die Turmspitze.